Das ist ein 35er Meisterstück aus dem Ende der 20er Jahre. An sich schon ein sehr besonderer Füller. Hier sind zwei große Besonderheiten dran. Einmal ist es der originale Schlangenclip, bei Sammlern sehr, sehr gesucht. Sterling Silber hat mit Arzt nichts zu tun, wurde damals als Extra für 2 Reichsmark 50 zusätzlich gekauft. Man hat den Füller ohne Clip gekauft. Ich habe eine Originalrechnung dafür, wo man das sehen kann. Und jetzt kommt die wirkliche Überraschung, das ist der rote Kopf. Das ist rotes Hartgummi, natürlich mit dem Caseinstern. Und dieser Füller stammt aus Bremerhaven von einem Bauunternehmer. Also natürlich von dem Großvater des Bauunternehmers, von dem ich ihn gekauft habe. Und der hatte zwei, beide mit schwarzem normalen Kopf. Und sein Großvater ist zu seinem Mont Blanc-Vertreter gegangen und hat gesagt, ich brauche einen Füller für Soll und einen für Haben. Und ich verwechsel die immer, weil man das von außen nicht sehen kann. Ich möchte einen roten Kopf. Und damals ging das noch, was heute ja zum Teil wieder beginnt, eigentlich nicht mehr produzierbar ist. Der individuelle Sonderwunsch eines Kunden war Gesetz und wurde erfüllt. Und so bekam dieser Bauunternehmer auf seinen Schreibtisch einen roten Mont Blanc Stern. Ja. Ja, jetzt drehe ich ihn nochmal auf. Dann kann man nochmal sehen, die klassische Technik des Sicherheitshalters mit einer 35er 18 Karat Feder. Das war damals in der Tat das Beste, was es gab. Auch heute noch, muss man sagen. Er wird befüllt mit einer Pipette, man dreht die Feder zurück und ich kann Ihnen auch die Originalflasche zeigen. Das ist die Originalflasche dafür. Ja, da kann man das richtig schön vorführen. Das ist eine Mont Blanc, auch aus Hartgummi, aus dem gleichen Material wie der Füller. Man schraubt den Kappenkopf ab, hat die Feder vorher reingeschraubt und jetzt kann man die da reinhalten und drückt drauf. Dann füllt er, muss man aufpassen, dass das nicht überläuft. Und jetzt ist das Besondere an der Mechanik, ist, wenn man die Feder rausdreht, dann wird von innen es konisch abgeschlossen. Jetzt kann ich ihn umdrehen und schreiben. Und wenn ich ihn wieder reintun muss, auch da ist eine große Besonderheit, da ist in der Kappe, auch das kann ich Ihnen zeigen, oh, der ist ab hier. Da ist hier normalerweise ein Metallstift, der dafür sorgt, dass die Feder nicht verbiegt, wenn man die Kappe draufschreibt. Man muss, wenn man jetzt die Feder, wenn man die Kappe jetzt schrauben würde, würde die Feder kaputt gehen. Und der Stift verhindert das Zusammenschrauben. Ja, das ist die Geschichte von diesem Füller. Man muss nur aufpassen, ich kann Ihnen auch was Lustiges erzählen. Ich habe mit diesem Füller lange Zeit selbst geschrieben, bis ich eines Tages in Gedanken den Füller so gehalten habe und aufgeschraubt habe. Und dann ist mit einem Plopp läuft die Tinte raus und der ganze Schreibtisch war voll Tinte. Und dann habe ich gesagt, lieber doch in die Vitrine und ich schreibe einen anderen Füller. Ja, wir sind hier bei Thomas Watkinson und wir sehen einen Füllerwerkzeugkasten. Ja, wenn Sie vielleicht etwas dazu erzählen können. Ja, das ist ein Werkzeugkasten, der sich im Laufe der vielen Sammlerjahre zusammengesammelt hat. Natürlich unverkäuflich, sehr spezielle Werkzeuge, die nicht direkt aus der Füllerbranche stammen, aber ideal für bestimmte Tätigkeiten an alten Füllhaltern sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann ich sehen, dieses Metallstück, das stammt übrigens aus den 20er Jahren aus einer Füllerwerkstatt, ist zum Rausschlagen der Tintenleiter. Das sind die Teile, die die Federn halten und für den Tintenfluss sorgen, dass man die entfernen kann, um den Füller gründlich zu reinigen. Dann gibt es hier ein Messerchen, das so konstruiert ist, dass man schaben kann, um Verklebungen vom Füllhalter zu lösen, ohne den Füller zu beschädigen. Ja. Natürlich viele Instrumente, die aus der Zahntechnik stammen, mit denen man in die Innereien der Füllergeräte kommt, um Verkalkungen, um Verklebungen zu lösen. Oder hier ein grausiges Operationswerkzeug beim Füller, sehr praktisch. Ah ja. Zitter ich ein bisschen, so geht's besser. Ja. Also sind viele Dinge, die ich einfach liebe, die, was weiß ich, hier eine kleine Spitze mit einem schönen Griff, stammt aus einem Manikürset.
Genau, und der Kasten ist immer dabei. Und der Kasten ist immer dabei, den hätten wir schon zig Leute abkaufen wollen, aber ist natürlich unverkäuflich, das ist ja klar. Ne? Und da gibt es auch noch, was ich sehr schön finde, die Geheimfächer, ja, wo noch mehr ist. Oh. Hoppla, meine kleine Nadel, genau, auch die muss da bleiben. Und hier haben wir dasselbe nochmal. Mhm. Oh, Visitenkarten habe ich noch. Die sind ja günstig, die muss ich gleich rausholen. Okay, ein Füller handelt es sich hier? Hier handelt es sich um ein Meisterstück aus den 20er Jahren von Mont Blanc. Und zwar ist es die Größe 35, ist ein sehr großer Füllhalter. Und Sie sehen zwei Besonderheiten an dem Stift. Einmal ist das der Schlangentipp, das ist Silber, Sterling-Silber und ist damals zugekauft worden. Die Füllhalter wurden ohne Tipps verkauft. Ist alles original, wird in der Zwischenzeit, ich sage mal, leider auch nachgebaut. Der Kappenkopf ist was ganz Besonderes, ich drehe ihn mal. Das ist ein rotes Hartgummi, was sehr selten verwandt wurde, vom Mont Blanc ganz, ganz wenig. Und hier gibt es die Geschichte, dass der Füllhalter einem Bauunternehmer gehörte und er hatte zweimal den gleichen Füller und hat in einem rote Tinte für die Sollzahlen und in dem anderen schwarze Tinte für die Habenzahlen. Und dann hat es ihn wohl genervt, dass er immer den falschen aufgeschraubt hat, weil von außen nicht erkennbar, welcher die rote und schwarze Tinte hat. Und dann ist er damals in ein Fachgeschäft gegangen und hat gesagt, er möchte bitte einen roten Kopf haben. Und damals hat Mont Blanc das gemacht. Und deshalb ist dieser Füller einzigartig, außer anderswo in der Welt haben Kunden dasselbe verlangt. Können wir mal aufschrauben? Ja, natürlich. Das ist auch ein Sicherheitshalter. Sie sehen, er hat keine Feder, aber wenn man hinten dreht, fährt sie raus und ist die Original, was kann ich, 35er, 45er Feder. Ja. Ja, mit dem schreibe ich und das ist so mein Markenzeichen geworden. Ja, okay. Pelikan, nochmal. Das ist ein Pelikan aus den 30er Jahren, das ist der Pelikan 100. Den gibt es in verschiedenen Variationen und Farben. Und dieser Pelikan hat eine ganz besondere Ummantelung aus Sterling-Silber. Das ist 800er Silber, alles gestempelt. Das ist meiner Meinung nach nicht von Pelikan selbst gemacht worden, sondern von einem Juwelier. Jetzt kann man fantasieren, nach Auftrag, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er da. Ich habe den Füller erstanden in einem sehr, sag ich mal, runtergekommenen Zustand. Habe ihn mir aufgearbeitet und er begleitet mich jetzt, naja, fast täglich. Naja, sage ich, weil immer mal wieder noch ein anderer meine Liebe neu gewinnt. Genau, ich schreibe ihn auf. Und jetzt dürfen die Fachleute nicht schimpfen. Ich habe auf den Füller eine sehr flexible Mont Blanc-Feder getan. Obwohl es das auch schöne, da gibt es sehr schöne natürlich vom Pelikan, aber die Feder liebe ich halt sehr und das ist mein Füller und den gebe ich auch nie her. Also darf ich da auch die Feder drauf tun, die mir gefällt. Okay. Obwohl es ein Stilbruch ist. Ne? Okay, und ja, okay. Bei Thomas Watkinson sind wir hier. Letztes Mal hatte ich halt den Füller mit, aber den habe ich diesmal nicht mit. Ja, wir sind hier bei Thomas Watkinson und wir sehen einen Füllerwerkzeugkasten. Ja, wenn Sie vielleicht etwas dazu erzählen können. Ja, das ist ein Werkzeugkasten, der sich im Laufe der vielen Sammlerjahre zusammengesammelt hat. Natürlich unverkäuflich, sehr spezielle Werkzeuge, die nicht direkt aus der Füllerbranche stammen, aber ideal für bestimmte Tätigkeiten an alten Füllhaltern sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann ich sehen, dieses Metallstück, das stammt übrigens aus den 20er Jahren, aus einer Füllerwerkstatt, ist zum Rausschlagen der Tintenleiter, das sind die Teile, die die Federn halten und für den Tintenfluss sorgen, dass man die entfernen kann, um den Füller gründlich zu reinigen. Dann gibt es hier ein Messerchen, das so konstruiert ist, dass man schaben kann, um Verklebungen vom Füllhalter zu lösen, ohne den Füller zu beschädigen. Ja. Natürlich viele Instrumente, die aus der Zahntechnik stammen, mit denen man in die Innereien der Füller kommt, um Verkalkungen, um Verklebungen zu lösen oder hier ein grausiges Operationswerkzeug beim Füller, sehr praktisch. Zitter ich ein bisschen, so geht's besser. Ja. Und so sind viele Dinge, die ich einfach liebe, die
Was weiß so. Ich, hier eine kleine Spitze mit einem schönen Griff, stammt aus einem Manikürset. Genau, und der Kasten ist immer dabei. Und der Kasten ist immer dabei, den hätten wir schon zig Leute abkaufen wollen, aber ist natürlich unverkäuflich, das ist ja klar. Ne? Und da gibt es dann noch, was ich sehr schön finde, die Geheimfächer, ja. Wo noch mehr ist. Oh. Hoppla, meine kleine Nadel, genau, auch die muss da bleiben. Und hier haben wir dasselbe nochmal. Oh, Visitenkarten habe ich noch. Die sind ja günstig, die muss ich gleich rausholen. Okay, ein Füller handelt es sich hier? Hier handelt es sich um ein Meisterstück aus den 20er Jahren von Mont Blanc. Und zwar ist es die Größe 35, ist ein sehr großer Füllhalter. Und Sie sehen zwei Besonderheiten an dem Stift. Einmal ist das der Schlangentipp, das ist Silber, Sterling-Silber und ist damals zugekauft worden. Die Füllhalter wurden ohne Tipps verkauft. Ist alles original, wird in der Zwischenzeit, ich sage mal leider, auch nachgebaut. Der Kappenkopf ist was ganz Besonderes, ich drehe ihn mal. Das ist ein rotes Hartgummi, was sehr selten verwandt wurde, von Mont Blanc ganz, ganz wenig. Und hier gibt es die Geschichte, dass der Füllhalter einem Bauunternehmer gehörte und er hatte zweimal den gleichen Füller und hat in einem rote Tinte für die Sollzahlen und in dem anderen schwarze Tinte für die Habenzahlen. Und dann hat es ihn wohl genervt, dass er immer den falschen aufgeschraubt hat, weil von außen nicht erkennbar, welcher die rote und schwarze Tinte hat. Und dann ist er damals in ein Fachgeschäft gegangen und gesagt, er möchte bitte einen roten Kopf haben. Und damals hat Mont Blanc das gemacht. Und deshalb ist dieser Füller einzigartig, außer anderswo in der Welt haben Kunden dasselbe verlangt. Können wir ihn mal aufschrauben? Ja, natürlich. Das ist auch ein Sicherheitshalter. Sie sehen, er hat keine Feder, aber wenn man hinten dreht, fährt sie raus und ist die Original, was kann man, 35er, 45er Feder. Ja. Ja, mit dem schreibe ich und das ist so mein Markenzeichen geworden. Ja, okay. Pelikan, nochmal. Das ist ein Pelikan aus den 30er Jahren, das ist der Pelikan 100. Den gibt es in verschiedenen Variationen und Farben. Und dieser Pelikan hat eine ganz besondere Ummantelung aus Sterling-Silber. Das ist 800er Silber, alles gestempelt. Das ist meiner Meinung nach nicht von Pelikan selbst gemacht worden, sondern von einem Juwelier. Jetzt kann man fantasieren, nach Auftrag, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er da. Ich habe den Füller erstanden in einem sehr, sag ich mal, runtergekommenen Zustand. Habe ihn mir aufgearbeitet und er begleitet mich jetzt, naja, fast täglich. Naja, sage ich, weil immer mal wieder noch ein anderer meine Liebe neu gewinnt. Genau, ich schreibe ihn auf. Und jetzt dürfen die Fachleute nicht schimpfen. Ich habe auf den Füller eine sehr flexible Mont Blanc-Feder getan. Obwohl es das auch schöne, da gibt es sehr schöne natürlich vom Pelikan, aber die Feder liebe ich halt sehr. Und das ist mein Füller und den gebe ich auch nie her. Also darf ich da auch die Feder drauf tun, mir gefällt. Okay. Obwohl es ein Stilbruch ist. Ne? Okay. Und ja, okay. Bei Thomas Watkinson sind wir hier. Letztes Mal hatte ich halt den Füller mit. Also den habe ich diesmal nicht mit.